einfach sich immer neue Ziele zu bringen. Also wenn das in der Richtung ist, dann muss ich schon das nächste tun. Und dazu wohl am Sportlichen, also auch am Schulischen. Und bei mir funktioniert das einfach immer zusammen. Also wenn der Schule gut läuft, dann läuft meistens am Karate auch gut. Und ja, sich einfach immer neue Ziele setzen. Ich bin Jenny Walling und ich bin am 25. März 1994 in der Klinik Bola geboren. Und ja, für den Moment studiere ich. Und ich mache parallel mein Karate auf höherem Niveau, also internationalem Niveau. Und ja, das am Anfang durch meinen Eltern zustande gekommen, sind alle zwei Karate gemacht. Und ja, mit 5 Jahren sind ich noch für die Tätigkeit hingegangen. Und ja, dann habe ich bis am Anfang vielleicht ein bisschen nicht so viel Spaß gemacht, weil nicht so viele Turnier rundherum waren. Aber mit der Zeit hat sich ein bisschen angependelt. Und am Ende bin ich froh, dass ich den Weg gegangen bin. Weil am wichtigsten ist so Disziplin, den anderen Leuten am Anfang mit respektieren und eben nie abgehen, also immer dabei zu bleiben. Vielleicht Männer, weil schon viel darauf fragen, dass ich Cassie Schulte und Jens Deland, die am Anfang der Karate schon, auch Karin Meyer, die einfach schon die Karate als Frau durchgestalten hat zu Lützeburg. Und dafür, also am Anfang der Karate, echt direkt mit Frau verbunden hat zu Lützeburg. Ja, ich bin letztes Jahr Sportlerin vom Jahr gewesen. Ich hatte wirklich eine Top-Saison. Letztes Jahr, das Jahr, also vielleicht nicht gerade so gut, aber schon trotzdem. Ich habe meine Medaille auf der Europameisterschaft geholt. Von daher kann ich mich wirklich nicht beklagen. Ich denke mir das nicht, weil das will man dann zu viel eh sagen. Also, wenn ich mich nicht mehr auf den Sport konzentrieren, dann ist das wirklich ein Beruf. Ich fand, dann möchte man vielleicht nicht mehr so viel Spaß, weil ich weiß, dass ich muss mal. Im Moment meine ich das, weil ich mir Spaß möchte, weil ich Frieden drin habe. Und wenn ein Kind nicht mehr geht, wenn ich irgendwo keine Lust mehr habe, dann sind wir einfach frei für abzuhalten. Und das muss man nicht so sagen, nee, du bist von der Anfänger, du musst das machen. Ich meine, das ist einfach eine Darstellung. Aber wenn ich eben denke, wie ich dir will abholen, dann ich gerne auch ein Studium. Ja, sie sollen nicht abgeben, sie ich etwas nicht hinkriegen oder so. Und es ist auch nicht unbedingt das Beste, für zu, also mit den Beinen zu schaffen. Dafür kann aber dafür gerade so gut, ich bin dafür besser vielleicht mit den Händen. Das ist einfach, muss ich seine Stärken ausbessern, also seine Schwächen versuchen zu minimieren. Und der will noch nicht den Kopf hängen lassen, wenn er nicht so gut geht. Schließlich würde ich so viel tun, und ich halt so viel tun, und er geht gut, denke nicht. Das ist einfach so. Und so ist auch gut zu verlieren, dann weiß ich, wie schön es ist, zu gewinnen. Ja. Oh, dann war ich dann 11, das ist schon eine Zeit hier. Also da sind wohl nach der Primärschule gegangen. Und ja, ich kann mich schon ehrlich gesagt nicht so viel daran erinnern. In dem Moment war ich also schon Karate gemacht, aber nur noch nicht auf so einem höheren Niveau. Also da waren wir schon am ganzen Jahr vielleicht Landesmeisterschaft und dann auch in anderen Turnier oder so. Also das war dann nicht dann mein Hauptziel am Anfang. Haut eine Frau zu sehen, bedeutet einfach Power zu holen und sich wissen durchzusetzen.